Hallo Welt, hier ist Dorm aus magicblocks.de. Heute mit mal was Besonderem. Ich war heute beim 10. Winning Duel in Tübingen. Das ist ein regelmäßiges Legacy-Turnier von den Veranstaltern dort. Das 10. Jubiläum war es. 78 Spieler waren am Start, also Legacy lebt ganz gut. War ein schönes Turnier, war mein erstes Legacy-Turnier. Ich bin dann 2-3 Drop mit Burn gegangen. Hätte besser enden können. Ich hätte allerdings auch weitergespielt, wenn ich da nicht ein bisschen Zeitrestriktionen gehabt hätte. Es waren immerhin 7 Runden. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt und Legacy gefällt mir ganz gut. Was sich der Veranstalter noch überlegt hat, neben den 7 Duels, die er da ausgeschüttet hat an die Top 7, er hat so einen Promo-Booster in Anführungszeichen erstellt. Und zwar hat jeder, der teilnimmt, bekommt so eine Hülle mit einer Handvoll Karten, 3, 4 Karten. Da war ein Scrubland irgendwo versteckt, da war ein True Name Nemesis drin. Was weiß ich noch, was drin war. Einfach lustige Karten, die man auch hier und da spielen kann, also nichts Unnützes. Und jeder Teilnehmer hat einen bekommen, einfach so. Als Jubiläumsbonus. Ich habe meinen mitgenommen, ich habe widerstanden, ich habe noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, was drin ist. Ich schaue jetzt mit euch rein. Also dann, sind wir doch mal neugierig, oder? Ich weiß auch noch nicht, wie was wo gepackt ist. Das heißt, wir müssen uns überraschen lassen. Fangen wir so rum an. Also erste Karte. Ein Streetbreaker Bomb. Das wird wohl eher eine Schutzkarte sein. Aber hey, Würmer. Das sind also 4 Karten. Healing Leaves. Ja. Dread of Night. Also, alle weißen Kreaturen bekommen minus 1, minus 1. Und ein Scub Clan Charger. Ja, da war leider kein Brüller dabei. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt und es kann ja auch nur funktionieren, wenn auch hier und da eine kleinere Karte dabei ist. Mal schauen, was ich mir hier und da noch einfallen lasse. Das Dread of Night kann ich vielleicht tatsächlich hier und da gebrauchen. Also, mir hat sehr gefallen beim Legacy-Turnier. Ich muss den Winnedool-Veranstaltern da ein Lob aussprechen. Sehr schön. Und ich überlege auch schon, wann ich das nächste Mal wieder hin kann. Also, schreibt mir mal drunter, ob ihr Legacy spielt, welche Decks. Und wir sehen uns bald in mehr Videos. Bis dann. Ciao.